19. Januar 1919, ein Ballsaal in St. Moritz. Václav Nijinsky tanzt zum letzten Mal öffentlich vor Publikum. Der Tänzer selbst nennt seine Vorstellung Hochzeit mit Gott. Nach dem Auftritt verlässt er die Bühne für immer. Im Alter von 29 Jahren, nach einer Karriere, die nur 10 Jahre währt, ihn aber für immer zur Legende macht, versinkt Nijinsky in der Dunkelheit des Wahnsinns. Nijinskys letzter Auftritt bildet den Auftakt zu einer Reise in seine Vergangenheit. Ausgebildet an der Tanzakademie in St. Petersburg, wird Nijinsky 1909 Mitglied und Star der Ballet Russe. Erinnerungen an seine märchenhaften Erfolge steigen auf. Nijinsky tanzt den triebhaften Faun, das Puppenwesen Petruschka und den Geist der Rose. Sein wohl größter Erfolg ist der Goldene Sklave aus Scheherazade, für John Neumeier wohl das Sinnlichste, was Nijinsky je auf die Bühne brachte. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts revolutionierte Václav Nijinsky die Welt des Tanzes. Mit seinen bahnbrechenden Choreografien ebnete er den Weg in die Moderne. Obwohl keine bewegten Bilder von Václav Nijinsky existieren, geht nach wie vor eine Faszination von diesem Künstler aus. Eine Faszination, die John Neumeier schon als Kind in ihren Bann schlug und nicht mehr losließ. Auch ich glaube, dass Nijinsky den Weg für die moderne Choreografie geebnet hat, sagt der Ballettintendant und Chefchoreograf des Hamburg Ballett. Als einer der ersten brach Nijinsky mit der Tradition, wonach einem Ballett immer eine tragende Handlung zugrunde liegen muss. Für Nijinsky war die Geschichte der Tanz die Geschichte. Auch John Neumeyers Choreografie folgt keinem einfachen Handlungsfaden. Sie ist vielmehr eine choreografische Annäherung an die Person Václav Nijinsky, ein thematisches Einkreisen dieser vielschichtigen Persönlichkeit. In Gedanken streift Nijinsky durch Stationen seines Lebens. Familie, Arbeit, die plötzliche Heirat, Begegnung und Bruch mit seinem Mentor und Freund Serge Diaghilev bilden ein Geflecht komplexer Emotionen. Bilder der skandalträchtigen Uraufführung von Le Sacre du Printemps vermischen sich mit albtraumhaften Visionen des Ersten Weltkriegs. Die Konflikte im Innern spiegeln sich im Äußeren. In Nijinskys Augen ist es aber nicht er, der wahnsinnig wird, es ist die Welt, die den Verstand verliert. Auf faszinierende Weise lässt John Neumeier den tiefen Eindruck, den Nijinsky bei seinen Zeitgenossen hinterließ, für das heutige Publikum aufleben. Wie sein Idol sucht John Neumeier in jeder seiner Choreografien konsequent nach einer individuellen Ausdrucksweise. In Nijinsky findet er zu einer eigenen Sprache, die jedoch der Vergangenheit treu bleibt.